Ihr Lieben, mit Frostpunk unterwegs, bittere Probleme, bittere Kälte und, oh, jetzt ein Shumway. Das Badehaus verbraucht Kohle, die müssen wir auch ersammeln. Wir haben gerade den Anlass erlassen und können kein Badehaus bauen, weil wir noch keine Kohle haben. Wie doof. Ja, dann nutzt uns das ja gar nichts. Dann war das die falsche Entscheidung. Schade. Also, wir müssen erstmal hier zur Sammelstelle die Arbeiter reinschicken. Dann haben wir hier noch einen roten Hinweis. Hier brauchen wir im Speisehaus Leute. Hilft uns nichts weiter. Wir haben keine Rohnahrungsmittel. Eventuell. Hilft uns hier aber weiter. Unser Wildbeutertrupp. Zahlreiche Tierspuren bedecken hier die sanften Flussufer. Wir erforschen und durchsuchen die Gegend. Finden eine Wasserstelle. Die sanften Ufer eines schnell fließenden Flusses bilden eine geeignete Wasserstelle. Hier könnten wir ein Lager aufschlagen und eine Zeit lang Tiere jagen, die zum Wasser kommen. Die brauchen wir ganz dringend. Kleinen Wasserfall entdeckt. Ich verstehe nicht nur. Ich will hier unbedingt ein Lager aufstellen. Ich will nichts weiter erforschen. Wir brauchen was zu futtern, Leute. Sofort. Die Arbeitszeit des Lagers 4 Tage. Dann bekommen wir 80 Rohnahrung innerhalb von einem Tag. Okay, alles klar. Machen wir so. Oder wie Captain Picard sagen würde, tun Sie es. Tun die das auch wirklich gerade? Ja, ne? Ja. 57%. Ich will endlich den Fischereihafen bauen können. Ich mache mir echt Sorgen. Was doof ist, dass wir gerade ein Badehaus erlassen haben, weil wir kein Badehaus bauen können, mangels Kohle. Ist so. Kann man nicht ändern. Bauen können wir es jetzt, funktionieren nur mit Kohle, habe ich verstanden, Shumway. Ja, aber was nützt uns das? Weil wir haben hier eben gesehen, die Inbetriebnahme und der Motivationsschub sind nur möglich, wenn es dann auch wirklich in Betrieb geht. So habe ich das eben verstanden. Was sollen wir jetzt bauen? Hat das denn einen Nachteil, wenn wir einen Erlass erlassen, aber das Gebäude nicht bauen? Ich glaube nicht, ne? Ich hoffe das nicht. Jetzt haben wir Holz ohne Ende. Ich warte aber immer noch auf den Hafen. Alles andere ist mir zu riskant. Ich will erst den Anglerhafen fertig haben. Ich gehe mal in doppelte Geschwindigkeit. Ein Event. Ein entrüsteter Ingenieur meldet sich. Ein Ingenieur beschwert sich. Sir, es kann sich nur um ein Missverständnis handeln, dass ich in einem Zelt voller Arbeiter leben muss. Ich habe nichts gegen sie, aber sie sind ziemlich laut und nun ja, sie stinken. Wäre es möglich, dass ich in ein Ingenieurszelt verlegt werde? So eine Arschgeige. Ich kann es nicht anders ausdrücken. Was ist denn das für ein arroganter Typ? Also ich würde gerne klicken auf Nein, wir müssen so zurechtkommen, allein auch schon deshalb, mal abgesehen von innerer Entrüstung gerade, dass wir auch Ingenieurslager dann erstmal erforschen, bauen müssten oder was auch immer. Was ist die Alternative? Unzufriedenheit steigt. Motivation sinkt. Achso, wir müssen so zurechtkommen, sinkt die Motivation, wenn wir ihm zustimmen, steigt die Unzufriedenheit. Weil die Arbeiter wiederum mit uns unzufrieden sind. Also wichtiger finde ich das mit der Motivation. Spieltechnisch fände ich das hier, würde ich eher hier drauf klicken. Dass wir ihm zustimmen, damit die Unzufriedenheit steigt, das ist mir sowas von Schnuppe. Ich würde gerne mit der Motivation über diesen Balken rüberkommen. Aber deshalb ist das doof, aber es geht mir so gegen den Strich. Shumway schreibt auch im Chat, Motivation ist wichtiger, aber der innere WB, der innere Daniel, der tobt gerade, der sagt, was ist das für ein Typ? Er hält sich für was Besseres. Und ich klicke trotzdem hier drauf. Es ist so peinlich. Ja, so ist das hier. Man fühlt sich als Gouverneur, als Ortsvorsteher, aber in Wahrheit regieren die Leute hier ein. Ich könnte euch Geschichten erzählen über Livestreams und Chats. Unfassbar. Im Ernst, jetzt müssen wir noch ein Ingenieurszelt bauen. Wie geht denn das? Gibt's die hier? Ach, das ist ein Zelt. Dass wir dann nur Ingenieuren zuweisen? Geht das denn? Nee. Was ist denn um Himmels Willen ein Ingenieurszelt?
Ich vermute, das müssen wir noch erforschen, oder? Also falls es hier was ist, können wir es nicht erkennen. Hier stehen keine. Also ich kann keinen erkennen. Kann man den Leuten denn einzeln? Ist nur eine Quest. Ach so, Baloo. Es ist nur eine Quest und ich denke, ich muss hier wirklich was machen. Das ist nur so ein Textevent. Das ist aber schade. Das wäre cool gewesen. Oh, schaut mal hier. Das ist die Telegrafenstation. Sag schon mal Dampf. Was kostet das denn, Dampfkerne? Eisbretter forscht. Sag mal, wenn wir jetzt Dampfkerne anfordern, was kostet uns das denn? Hier steht nur geschätzte Ankunftszeit. Ich sehe ja gar keine Kosten, die dabei entstehen. Kosten 20, Kosten von was? Kosten 4, Kosten 2? Was kostet das denn? Gold und Geld gibt es hier nicht. Was kostet es? Ah, das sind die Kostenpunkte hier. Logistisches Limit 62. Kosten 20. Ach, das Limit ist... Ah, das ist das Kosten... Das ist das Limit hier. Und das sind die Kostenpunkte vom Limit. Wir müssen uns überlegen, ob wir Arbeiter bestellen, ob wir Ingenieure bestellen oder Dampfkerne. Bis zu dem Limit und das Limit erhöht sich später. Es reflektiert die aktuellen logistischen Mittel, die dieser Generatorbaustelle zugewiesen sind. Das habe ich verstanden. Okay. Das heißt, wir müssen uns, wir können nicht auf gut Glück alles einfach mal bestellen, sondern müssen uns überlegen, was machen wir in welcher Reihenfolge, was brauchen wir wirklich. Dann warten wir erstmal ab. Reißbretter erforscht. Na, Gott sei Dank. Nächster Schritt. Angelhafen. 20 Holz. 10 Stahl für die Forschung und für den Bau, 40 und 10. Brauchen wir. 40 und 10, da haben wir ja genug auf Vorrat. Dann können wir das Holz aber auch benutzen, um... Was hatten wir uns überlegt, was wir mit dem Holz machen? Gar nichts, ne? Wir könnten noch weitere Zelte bauen. Auf Vorrat. Gesundheit. Badehaus kann man nicht betreiben, mangels Kohle. Nahrungsmittel. Speisehaus haben wir. Rohstoffe. Noch einen Hafen. Wir könnten noch einen Hafen bauen, um noch mehr auf Vorrat zu sammeln. Wir könnten auch noch ein Sägewerk bauen. Das war es aber eigentlich. Wenn wir noch einen Hafen bauen würden, was könnten wir nochmal außer Holz einsammeln? Kohle. Für Kohle und Stahl. Brauchen wir beides. Dann lass uns dann noch ein... Wir brauchen nur 10 Arbeiter. Wie viele Arbeiter haben wir übrig? 5. Trotzdem, das könnten wir doch machen, oder? Kohlehaufen siehst du im Hintergrund zum Sammeln? Wo denn? Da ist ein riesiger Kohlehaufen! Na, das ist ja zauberhaft. Dann können wir das Badehaus ja bauen. Den hatte ich nicht gesehen. Ist hier noch irgendwas, was man sammeln kann? Das ist ein Sägewerk. Ich klicke hier mich mal irgendwo durch. Hier ploppt was auf. Ich gehe mit der Maus überall lang. Gibt es hier irgendwas, was noch aufploppt? Das habe ich ja nie überhaupt nicht gesehen. Hier gibt es nichts einzusammeln. Ein Kohlehaufen. Was ist das hier? Das ist der Kohlehaufen. Na, das gibt's ja gar nicht. Großartig. Dann machen wir das. Gut, dann eine Sammelstelle, Kohlehaufen sammeln, Hafen verzichten, Sammelstelle hinbauen. Machen wir. Sammelstelle.
Ja. Später wieder abreißen, hierhin. So tun wir das. Können wir den schon mal errichten. 5 Arbeitslose kümmern sich darum. Dann können wir auch parallel nachher das Badehaus noch bauen. Aber erst die Kohle ansammeln. Forschung läuft am Angelhafen. Ich gebe mal ein bisschen mehr Tempo rein ins Spiel. Die Leute wuseln hin und her. Kurz nach 14 Uhr haben wir. Nee, alles gut, Shambray. Der schreibt, ob er mir zu viel schreiben würde. Nö, finde ich nicht. Alles gut. Die Arbeiter bestellen, die benötigt. Wie lange brauchen die denn, bis die Arbeiter kommen? Ja, wir brauchen ja, ich bin so verunsichert wegen der Nahrung. Ich traue mich nicht, Shambray im Augenblick Arbeiter zu bestellen. Wie lange brauchen die denn? Also mit 0 Vorräten, ich traue mich nicht. Angelhafen erforscht, das ist gut. Jetzt bauen wir den erstmal. Aha. Natürlich erstmal in die Mitte. Hier. Da hinten ist ja auch die Küche. Da werden die hingebracht. Oder vielleicht wird es auch erstmal dann hier hingebracht. So, Angelhafen entsteht. 10 Leute brauchen wir dafür. Dann werde ich aber erstmal hier... 6 sind hier. Hier mal runtergehen. Auf 2 Arbeiter. Hier hinten mal runtergehen. Auf 4. Auf 1. Auf 2. Entsteht jetzt der Angelhafen. Der ist mir auch ein bisschen wichtiger eigentlich als die Sammelstelle. Steht die denn? Die steht. Die hat keine Arbeiter. Das ist auch gut so. Jetzt rennen die Bauarbeiter runter und bauen erstmal den Angelhafen. Wir packen als neue Forschung rein. Mehr Wildbeuter. Klingt immer gut. Wildbeuterwagen. Da sind die wohl schneller unterwegs. Aufrüstung für Sanitätsstationen. Brauchen wir nicht zwingend. Aufrüstung fürs Sägewerk, damit das effizienter ist, vermutlich. Rohstoffdepotaufwertung, damit wir mehr lagern können. Ladestation für den Hafen. Schnelleres Laden, da sind die wahrscheinlich effizienter. Schnelleres Laden sind die immer. Das heißt, das schnelleres Entladen könnte das so heißen, ich weiß es nicht. Mal ein Klick drauf. Der Hafen ist 10% effizienter. Wahnsinn! Und das hier? Leute, die hier arbeiten, sammeln die Rohstoffe ein, die sich im Hafen anhäufen und transferieren sie anschließend zu den Vorratslagern. Ich hatte doch schon eine Sammel... Ach so, das ist das Upgrade. Das ist dann effizienter als die normale Sammelstelle. Wobei, einen Dampfkern müssten wir ausgeben, aber das macht Sinn. Was ist das hier? Rohstoffdepots können mehr Rohstoffe lagern, ist egal. Und was bedeutet das hier? Effizienz der Sägewerke um 25%. Wir haben im Augenblick genug Holz, brauchen wir nicht zwingend. Nahrung und Gesundheit, Sanitätsstationen, 10% schnellere Heilung. Also ich tendiere, da das hier auch alles vollkommen Schnuppe ist. Wir haben hier noch kein Zeitlimit mit dem Generator. Wir bauen ja noch auf, dass wir hier erstmal einfach nur hingehen mit mehr Wildbeuter oder hier sind die schneller unterwegs. Wir haben im Augenblick Arbeitsplatzmangel. Ich gehe erstmal auf Wildbeuterwagen. Da sind die 50% schneller unterwegs. Das ist schon heftig. Das machen wir. Mehr Essen. Wir haben Hunger, schreit der Chat. Braucht der Angelhafen eine Straßenverbindung? Nö, ne? Lassen wir sein. Der sagt, vermutlich gibt es denn hier so einen Haufen, ne? Einen Haufen Nahrung, der hier entsteht. Dann brauchen wir dann eine Ladestation. Gucken wir mal. Oh, wenn wir doch eine Ladestation brauchen, dann sollten wir auch die Ladestationen erforschen. Jetzt bauen wir im Augenblick. Wann kommt denn der Rohstoff? Wann kommen die Rohstoffe hier hin? In einer Stunde kommt das Essen. Leute,
Ihr könnt euch schon mal die Teller bereitstellen, Messer und Gabeln in beide Patschhändchen nehmen. In einer Stunde ist das erste Essen da. Wir können schon mal Leute in die Küche schicken. 5 Arbeiter. Ab in die Küche. Läuft die Forschung hier nicht? Doch, läuft. Ach, die läuft deshalb nicht, weil im Augenblick nach 18 Uhr ist. Deshalb geht der Balken nicht voran. 34 Minuten noch. Halbe Stunde, dann kommt das Essen. Also dann kommt das... Komm, die Rohstoffe. Ihr könnt euch gerne schon mal anstellen. Hotsch, alles okay. Hier eine Schlange bilden. Da vorne eine Schlange bilden. So. Die sind da. Ach, dann müssten die hier irgendwo doch zu sehen sein, oder? Wo sind die denn? Ah. Wir können das weiter durchlaufen lassen. Jetzt verstehe ich, jetzt beginnt ein neuer Zyklus. Alles klar, dann sollen die auch weiter durchlaufen. Wir können die immer noch weiter rumschicken lassen. Jetzt habe ich kapiert. Okay. Das heißt, wir haben jetzt schon mal Ladung. Wir haben 80 rohe Nahrung. Damit kann die Küche hier auch sofort arbeiten. Es sind die Arbeitszeiten. 8 Uhr bis 18 Uhr sind die Arbeitszeiten. Und wir haben 20 Uhr. Nein, hier wird überhaupt nicht gearbeitet. Geschlossen zu dieser Tageszeit. Dann ziehe ich die Arbeiter. Na, die arbeiten ja sowieso jetzt beim Bau. Das ist ja so frustrierend. Das gibt's ja gar nicht. Unfassbar. Es gibt noch keine Hungernden. Noch nicht, nee. Chamoy hat recht. Und hier... steht der Angelhafen. Insofern alles gut. Wenn der Angelhafen fertig ist, bauen wir als nächstes. Vielleicht daneben. Ne, die Ladestation haben wir noch nicht erforscht. Das Badehaus wollten wir noch bauen. Die Kohlesammelstation, die steht, ne? Hier oben. Es fehlt uns an Arbeit. Also sobald wir... Die Nahrung kommt ja jetzt. Wir können die Arbeiter schon mal bestellen über die Telegrafenstation. Jetzt können wir das machen. Das ist die Telegrafenstation. Leute. Jede Lieferung, jede Bestellung kostet 2. Dann bestellen wir das Maximum. 36 Leute. Das logistische Limit ist auch größer geworden. Wir stellen Arbeiter. Jetzt, da du über... Ach nein, und jetzt müssen wir den Generator bauen. Na klasse. Dem Augenblick, wo... Das ist der Trigger gewesen. Jetzt läuft das Zeitlimit für den Bau des Generatorschachtes. Wenn ich das gewusst hätte, dann hätte ich denen überhaupt keine Anforderung geschickt. Scheibenkleister. Jetzt, da du über die grundlegende Infrastruktur verfügst, wird es Zeit, mit dem Bau des Generators zu beginnen. Baue eine Profilmanufaktur, stelle 8 Bauprofile her, daraufhin kannst du den Schacht errichten und gib Gummi. Super, klasse, vielen Dank. Großartig. Nein, ich spiele auf normal. Hey, Bernhard. Legendary Marvin, ich spiele auf normaler Schwierigkeit. Ja, cool. Aber wir können im Augenblick noch gar nichts bauen. Generator-Konstruktionsübersicht. Aha. In 4 Tagen sollen wir gefälligst damit fertig sein. Jetzt läuft das Zeitlimit ab. Na, das ist ja klasse. Wenn ich das geahnt hätte. Arbeitssicherheit in 5 Stufen. Zauberhaft. Hier läuft... Was ist denn das hier? Ah, die Arbeiter kommen. In 23 Stunden sind die bei uns. Super. Ah, coole Übersicht. Und das ist die Übersicht der Späher. Alles klar. Wir
Neue Zelte bauen, ja. Das stimmt, hast du recht. Aber erst... Ist das fertig? Ja, Angelhafen ist fertig. Und dann bauen wir 4 neue Zelte. Holz haben wir mit 178 in rauen Mengen Einwohner. Zelt Nummer 1. Hier zerstören wir allerdings Holz. Dann machen wir das lieber hier oben. Hier kommt wahrscheinlich ein Badehaus hin. Ist das Speisehaus? Wie sieht man mal die Reichweite der Gebäude? Wie geht das nochmal, dass man die Reichweiten der Gebäude sieht? Nee, Speisehaus ist egal, aber das Wirtshaus, nee, das gibt's auch nicht. Manche Gebäude haben Reichweiten, aber hier scheint keins zu sein. Wir bauen erstmal weitere Zelte. Eins hatte ich hier hingesetzt. Boah, ist das dunkel, man sieht ja überhaupt nichts. Eins haben wir gerade gesetzt, ne? Eine Baustelle steht hier. Taschenlampe, Panischer, gibst du mir mal eine Taschenlampe bitte? Oder eine Petroleumlaterne, irgendwas in der Art. Aber gerne doch. Danke. 3, 4 Zelte brauchen wir, ne? Da oben kommt noch eins hin. Straße. Haben unsere Arbeiter viel zu erledigen. Wir können ein neues Gesetz erlassen. Können wir doch schon mal die Kapelle erlassen. Listen, everybody. New regulations. Das ist lieb. Panischer, du verteilst Fackeln im Chat. Das ist sehr aufmerksam. Unzufriedenheit minimal. Forschung. Ich gebe mal ein bisschen Zeit hier oben rein. Es wird fleißig gebaut. Läuft. Hoffentlich klappt es auch. Forschung ist eingestellt. Arbeitskräfte kommen in 19 Stunden. Wildbeuter schicken uns Wildbret. Fischereihafen ist außer Betrieb mangels Arbeitskräfte. Jetzt sind welche da. Und wir ziehen hier noch einen Arbeiter hier ab. Speisehaus hat Arbeiter. Wirtshaus. 19 bis 23.30 Uhr, da können wir schon mal welche abziehen. Denn wir sind außerhalb der Öffnungszeiten. Wir müssen nur nachher denken, die wieder hier hinzuschicken. Jetzt haben wir gleich 8 Uhr, gleich 7, dann 8 Uhr. Dann läuft es hier wieder. Und hoffen mal das Beste. Der Hafen erzeugt weiterhin Holz. Wir könnten allerdings mittlerweile, finde ich, auch auf Kohle umstellen. Holz, nee, Holz ist schon wieder nah. Wir könnten auf Kohle umstellen, dann können wir oben... Wir gehen einmal auf Kohle, wir wechseln auf Kohle. Ach, stopp das Entladen für einige Zeit, das will ich nicht. Das lassen wir weiterlaufen da mit dem Holz. Da kommt ein neues Holzschiffchen an. Das sind die Angler. Jetzt bitte voll machen. Okay.
Ich komme, 36 neue Arbeitskräfte. Wie geht es den Zelten? Stehen, ne? Alle sind da? Sehr gut. Alles klar. Und hier oben sind einfach nur riesige Kohlehaufen. Ach, wir können die auch erstmal manuell abholen. Aber bis die da runtergelaufen sind, bis hier unten hin, das ist ja eine riesige Entfernung. Oder wenn die hier in eine Sammelstation gebracht werden, müssen die von der Sammelstation noch runtergebracht werden ins Vorratslager? Oder reicht das, wenn dann hier oben so eine Sammelstation ist? Weil die ist ja hier. Packen wir einfach 3 Arbeiter rein. Dafür machen wir auch das mit dem... wir haben kaum noch Stahl. Wir haben nur noch 10 Stahl. Wir können nichts mehr bauen. Ich bin so froh, wenn die Arbeitskräfte kommen, dann sind wir aller Probleme erstmal ledig. Forschung läuft, gebaut wird nichts. Ich hoffe, es klappt alles. Sammelstation Reicher, uns fehlt an Arbeitskräften. Werden dann, wenn hier eine Sammelstelle ist, das heißt, die Leute, die Sachen werden nur bis zur Sammelstelle hingebracht, reicht das dann? Die müssen dann nicht weitergebracht werden zum Vorratslager? Da kommt, schaut mal, da ist ein Fischerboot hier. Das kommt hier an. Rohnahrung, das erste Stück Rohnahrung ist da und Essensrationen steigen auch wieder an. So ist es gut. Alles gut, Timing perfekt. Das heißt, wir können im Speisehaus... zwei Arbeiter einstellen, das reicht mir. Wir haben genug hier. Zwei Arbeiter reichen. Zwei Arbeiter kochen für uns. 3 sind verfügbar. Und damit können wir zum Beispiel Wildbeuterwagen erforscht. Wildbeuter sind jetzt schneller, okay. Dann gehen wir jetzt in den Generator rein. Profilmanufaktur. 10 Stahl. Ja, sag mal, wir müssen auch Stahl gewinnen. Wir brauchen einen Hafen, um Stahl zu gewinnen, ne? Wir müssen erstmal einen zweiten Hafen für Stahl gewinnen, weil der Generator braucht sicher Stahl ohne Ende. Also wichtiger fände ich den Bau eines weiteren Hafens für Stahl. Der Motivationsbalken sinkt und sinkt. Noch einen Hafen für Stahl. Hier unten im Vorratslager hier hin. Der Holzhaufen wird hier mit versorgt. Mit 10 Arbeitern, die hier immer fleißig Holz einsammeln und Berge von Holz liegen lassen, weil das Sammeltempo so niedrig ist. Das kann man auch noch schneller erforschen. Ach so, es gibt doch Unzufriedenheit, wenn man die Badehäuser und so weiter nicht lange nicht gebaut hat. Stimmt, 2 Tage, 3 Tage, danke Bernhard. Dann sollte man hier doch Gas geben. Technologiebaum. Aufrüstung für Sägebauwerk brauchen wir nicht. Ladestation, schnelleres Laden, das ist für die... Was ist das hier? Maschinenwerkstatt? Damit kann man Dampftauscher produzieren. Das kommt alles später. Erstmal müssen wir an der Basisversorgung nochmal arbeiten. Schnelleres Sammeln hatten wir erforscht. Das ist mehr Sammeln. Das ist 25% mehr Holz sammeln. Ladestation, um die Rohstoffe einsammeln für die Häfen. Das ist das Problem. Das sollten wir machen. Ja, das sollten wir machen. Weil das ist das Problem, dass die im Augenblick nicht richtig eingesammelt werden. Darauf gehen wir. So. Jetzt sagen wir noch, dass die nächsten Leute kommen. Hier oben an der Sammelstelle für Kohle. Wie viel Kohle besitzen wir?
24, da sagen wir erstmal, die machen wir mal zu. Und stattdessen sollen die Leute gefälligst da schneller bauen, den einfachen Hafen und dann dort arbeiten für den Stahl, weil wir haben nur noch zwei Stahl. Könnte ich auch hier erstmal den Stahl zu Ende sammeln hier. Der Generator wird Schritt für Schritt errichtet. Bei jedem dieser Schritte werden ein oder mehrere Bereiche aus dem Generator Reiter gewählt. Um Bereiche des Generators zu bauen, benötigst du spezielle Materialien, Bauprofile, Dampftauscher und Stahlgemische. Müssen wir alle erstmal freischalten. Also das, damit wir die überhaupt bauen können. Diese Materialien werden in Kraftwerken auf der Baustelle hergestellt. Das haben wir schon festgestellt. Müssen wir erstmal alles erforschen. Puh, das war noch ein langer, langer, sehr, sehr weiter Weg, den wir hier vor uns haben. Im Augenblick steht die Baustelle hier in der Mitte. Da ist nichts los, da ist nur ein tiefes Loch im Boden. Leute hungern, 13, hungrig, 0 verhungert. Es sind doch Essensrationen da für 3 Tage. Leute, geht doch mal essen. Unfassbar. Man muss den Leuten die gefüllten Teller vor die Nase stellen. Unfassbar.